Das ist Kapernwasser. Eine Kleinigkeit, aber so eine große Wirkung. Artischockencreme à la Frankie. Wofür ist denn Artischocke so gut? Gut für die Leber und auch gut für die Potenz. Möchtest du noch? Ich will nichts damit sagen. Ich hab schon Locke. Du zerreißt das so ein bisschen. Guck mal, mit Gefühl. Mach den Parmesan da richtig drauf. Der Rand hat auch das Recht, Parmesan zu bekommen. So. Muss ich mich jetzt hier aufregen? Dann rufe ich hier 110, die Pizzapolizei. Dann bist du nämlich raus, mein Freund. Das sag ich dir sofort. Meine Lieblingssäcke. Hier. Yo. Round table. Schön. Oh, das ist aber eine... Was trinken? Espresso, Cappuccino? Oh, ein Espresso wäre ganz toll. Und ein Glas Wasser, wenn es ja, geht? Ja, gerne. Due, per favore. Ja. Ist das Pistazie? Tiramisu alla Pistazie. Macht ihr die selber? Ja, du weißt, die besten Pistazien kommen aus Sizilien. Jetzt kennt er mich 3 Stunden und ich weiß ja schon, dass er mich verarschen kann, weißt du? Ich kann keinen Fehler erkennen. Und? Hammer, gell? Also wirklich? Oh. Schmilzt ja auf der Zunge. Weißt du, was ich mitnehme von diesem wundervollen Tag? Erstmal freue ich mich, dass Bielefeld so einen tollen Gastronomen hat, dass du die italienische Kultur so toll in dieses Bewusstsein der Menschen transportierst und dass du so produktverliebt bist. Das ist schon einmal. Die Arbeit, das ist keine Arbeit, sondern für mich ist es eine Leidenschaft. Und das ist dann das Endergebnis. Oh, ist lecker. Aber ich wollte mich auch bei dir bedanken, ja, dass du bei mir warst, auch noch was dazugelernt habe. Mhm. Und würde mich freuen, wenn du nochmal zu mir kommen würdest. Mhm. Ich finde, dass du ein großes Vorbild bist, für die Gastronomen, die nicht wissen, warum ihre Läden nicht laufen. Nämlich zu zeigen, dass Fleiß, zu wissen, was man tut und was man kann, das jeden Tag gleich mit Leidenschaft ausüben. So, wir sind satt, wir sind fertig. Das war's, Bielefeld. Viel Spaß, das Ganze bei GG im Gastro auf YouTube, Instagram oder auf TikTok oder auch bei mir, bei Frank Rosin. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Also jetzt, hey, yo. Einfach frei heraus. Freestyle. Das ist für die DS. Achso, für Biggie. Behind the scenes. Hinter der Kamera. Ah, du filmst mich die ganze Zeit, ne? Ja, klar. Ich muss erstmal den Überblick bekommen, was wir denn jetzt hier alles vorbereiten. Wir warten noch auf Frank, dann wird er gleich verkabelt und dann geht's los. Also, ihr wisst Bescheid. Oh, früh im Morgen schon Alkohol. Das ist ein Trick, ne? Ich trinke da Alkohol. Ich auch nicht, aber das... Oh, hier. Ich auch nicht. Ich hab dir das nur angeboten, weil ich weiß, dass du aufgeregt bist. Und jetzt Schluss, Mann. Salute. Salute. Also. Auf einen guten Berg. Oh, jetzt bin ich wach. Wir haben einfach 10 Uhr morgens. Also nicht mal 8 Uhr morgens. Nicht mal 8. Nicht mal. Aber wir sind gut in der Zeit. 2 vor 8. Erstmal ein Body rein. Musst du eine Schärfe ziehen oder hast du mich immer scharf? Wir sind in Bielefeld. Genau. Ich weiß, Bielefeld gibt es nicht, aber ich nehme euch trotzdem mit. Und zwar in den geilsten Laden der Stadt, wirklich. Das Nornas. Wir verkabeln dich jetzt auch einmal. Du bist unsere Nummer 2. So. 2, 3, Simona, Simona. Pizza, Pate. Hier, wo ist unser Gastgeber? Frank besucht ihn als guter alter Freund. Bist du nervös oder geht's? Geht hier so ein bisschen so. Sieht man das, dass ich hier ein bisschen aufgeregt bin? Nein, nee, ne? Das ist der Cappuccino. Das ist unfassbar gut. Da muss auf jeden Fall auch alles schön sein. Eine Schokocreme habe ich da, in Zucchini und alles, also richtig super. Viel Amore, sehr viel Scheiß. Gut, Amore und Scheiß sind gut. Ich weiß, ja, aber nein. Bei der das Handy das nächste Mal klingelt, die muss nächstes Mal Eis für alle machen. Das ist die Strafe. Selbstgemachtes Eis. So, alle Hände zur Flaute. Eismaschinen gibt es aber bei GG im Gastro, ne? Stopp, genug, es reicht. Hallo. Das ist für mich gewesen. Hier, munter putzen. Und ich darf abräumen. Das gibt's doch. Da hat er einmal Spaghetti gemacht und wie sieht's hier aus? Willst du auch noch einmal kurz erzählen, was du hier so machst oder wer du bist, kurz? Warte, ich muss erzählen, was? Dass es dir bisher sehr viel Spaß macht mit Frank. Hat viel Spaß gemacht mit Frank. Ja, das war's. Komm vorbei. Frank, wie geht's dir nach dem leckeren Essen? Lass uns auch gerade mal alles so ein bisschen sacken, weil es ist einfach wunderschön, wie wir das hier gerade alles gestalten. Für mich auch kulturell immer wieder wichtig, wenn jemand aus einer völlig anderen Küchen- und Gastronomie-Ecke mir seine Leidenschaft offeriert. Das ist so die Kirsche auf der Sahnetorte. Hingabe, die Liebe, das ist das, was wir wollen, nichts anderes. Ich brauche kein Kaviar und ich brauche keinen Hummer und kein Champagner. Wenn einer wirklich alles gibt, dann ist einfach auch eine Frikadelle oder ein Brötchen mit. Genau, Hauptsache mit Liebe, das ist italienische Essen, ne? Ja, ein Brötchen mit Leberwurst oder so, ja. Das ist das, was es ausmacht. Was war heute dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht heute, Tiramisu steht auf jeden Fall ganz weit oben, aber ich muss auch sagen, dass die Pizza, der Antipasti-Creme auf jeden Fall auf Platz 1 steht. In 3 Worten eine Zusammenfassung vom heutigen Tag. Kulinarisch, familiär,
und sehr italienisch. Du hast da so ein Teil, was über deinen Kopf hängt. Ja. Wofür ist das? Was machst du hier? Das ist einfach gewichtssparend für meinen Rücken. Für die Luschen von heute, die keine Kamera mehr tragen können. Früher war die das Dreifache schwerer und da hat man sie auf die Schulter getragen. Und heute nehmen sie da so einen Kran, weißt du? Die Luschen. Halt mal das Ding eine Minute zurück. Mach ich nicht, ich hab was gelernt. Ich hab dich einfach nur verarscht. Aber auf der Schulter. Nee, ist aber gut. Ja, du bist doch in dem Alter, wo man sich auch gegenseitig verarscht, oder nicht? Das war politisch korrekt, das war ein bisschen die Distanz, aber ein schöner Verarscher. Fand ich aber gut. Ja, ich auch. Heute haben wir gefilmt 752 GB und da kommt noch gleich deine Cam dazu und dann kommen noch die Fotos und dazu. Gesamtvolumen des heutigen Tages ist um 1 Terabyte rum. Das ist schon ordentlich. Viel Spaß beim Sichten des ganzen Materials, wer auch immer das schneidet. Also, gut gemacht, it is what it is. Hast du gut gemacht. Ja. Die Party ist jetzt vorbei, ihr könnt jetzt gehen. Beenden für heute, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, Schlussfazit. We are done.